Da da da, this is the secret water of my daughter. This is the secret water. I must get my swimming suit. Pass. This is the secret water of my daughter. This is a towel. The Zarathustra Bürste. The Zarathustra Bürste. And ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, nun aber bietet grausam Zarathustras Bürste. Habt ihr davon gehört, dass die Schönheit des Übermenschen einmal dem Zarathustra erschienen war? Seinerzeit wütete aber grausam seine Zarathustra-Bürste. Und aus dem härtesten Stein meißelte er die Schönheit des Übermenschen, nicht wahr? So, das ist ja auch nach Vater Kneipp die beste Blutgymnastik, ne? Hautgymnastik, richtig durchbürsten. Dann natürlich, weil wir in eine heilige Quelle gehen, nehmen wir hier Badehose. So. Da wütete grausam Zarathustras Bürste. Und nun gehen wir hier in die heilige Quelle. Om Bhurbhuvah Svaha Savitum Varenyam Bhargavam. Wasser hat, meine Damen und Herren, 4 Grad. Energie, da man einfach gelaufen war, dann hat man gebürstet und dann war die ganze Körperlichkeit sogar aufgeschwollen. Das ist der Ausdruck des Lebens, ja, wenn sich etwas ausbreitet, Spannung, Schwellung, Vergrößerung des Menschen, der Hautoberfläche, des mit der Umwelt, mit dem Wald, mit dem Ganzen, mit der Luft, der Sommerluft. Alles geschwollen und dann zack, zusammengezogen durch das kalte Wasser. Und jetzt ist die große Energie, die rundum war, die ihn angestrengt war in den Leib, ist sie im Leib. Ja? Und das ist wirklich die Lebensenergie, das ist die Erneuerung, das ist der Jungfrunnen in der Tat. Om Bhurbhuvah Svaha.